Da sind wir auch schon wieder. Immer noch mit Kraftim. Krafti Ibn. Naja. Kraft I Am. Backview, das Album, welches wir hören. Wir sind immer noch bei unserer netten neuen Ferienanlage für Gemüse. Siehst du, hier ist ja auch schon anders. Ich könnte jetzt die Wand... Naja, das könnte man komplett verglasen und den Berg hier noch weghauen. So diagonal. Will ich jetzt aber nicht machen. Hier soll ja Gemüse stehen, von daher... 9, 9, 4... So. Einmal. So, das ist der wichtige... Hier außenrum schon mal ein bisschen größer machen. So, so. Zack, 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 zack. Ja, dammit. Perfekt. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dies ist quasi der nächste. 18, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ja, perfekt. Ja, und damit kommen wir genau bis hier in die Kante. Das ist doch super. Also, das alles hier rausgehauen. Die ganze Gemüse weg. Können wir uns auch noch über eine Flutungsanlage hier Gedanken machen später. Wenn wir das Ganze hier von hinten nach vorne durchschwemmen. Aber was kommt denn später? Dann sollten wir hier vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Hier drunter schon was? Ne, hier drunter ist nichts, ne? Vielleicht sollten wir das gleich machen. Dass wir hier so die Terrassenform kriegen. Naja, später, später, später. Mal, fangen wir erstmal klein an. So viel Redstone haben wir auch noch nicht gefunden. Dafür müssen wir mal wieder in die Mine. Die Playlist würde sich eigentlich dafür auch anbieten, in die Mine zu gehen. Weil das klingt echt nach Never, nach Mine, nach... Krankenscheiß, sei ich euch. So. Aber erstmal geht's hier los. Klötzchen für Klötzchen geht's voran. Jetzt noch die Frage, ob wir Glowstone in die Decke kloppen müssen. Ich glaube, wir müssen das. Sonst ist hier drin das Lichtlevel zu niedrig als das, was wachsen möchte. Ja, dann müssen wir auch nicht mehr so weit für alles laufen. War zwar lustig da hinten, aber mit den ganzen Creepern dann immer und so. Ich glaube, wir sollten hier drinnen auch Tiere halten. Bauen wir uns hier unsere Stelle hier gleich rein. Alles in den Berg. Unser Berg. Unser Berg. Unser Berg wird kein leichter sein. So. Wasser müssen wir auch noch holen. Hallo. Danke. Warum ich das hier immer so haarklein raushaue, ist, weil ich abgezählt habe. Wasser hat so eine gewisse Durchdringungsweite für so Erde. Warum die nun gerade bei... 4 liegt, weiß nicht, könnten auch 5 gewesen sein, aber 4 ist so auf jeden Fall sichere Seite. Von zu beiden Seiten haben wir dann 3, das ist super. Es wird hier drin wachsen wie, weiß nicht was. So. Und wer sich Sorgen macht, dass wir nicht genug Erde haben könnten, dem sei gesagt, die Sorge ist völlig unbegründet. Zwei Kisten voll von dem Dreck. Und da wir noch zwei Kisten voll haben, können wir hier auch mal ordentlich hinklotzen. Ah, da ist ja sowieso noch mal ein Stack. Naja. Brauchen wir die Kisten wieder nicht. Naja, was soll's. So. Na, sieht doch hübsch aus.
so langsam entfernen wir uns wieder von der Fail-Runde, die wir hier angestimmt haben. Mit der Folge 45 oder 46. Je nachdem, wie man zielen möchte. Zielen möchte, ja. Wie man es möchte. Dammit. So. Schön. Na, das ist doch mal ein Feld. So, holen wir uns das Werkzeug. Nehmen wir diese da. Melonenkerne haben wir auch noch. Ne, die können wir dann auch gleich da. Erstmal hier den Rotz hier rauswerfen. Den wir sowieso nicht brauchen. So, ist doch gut, oder? Ja, ist gut. Ein bisschen was haben wir noch bei. Aber dabei ist doch prima. Ja, was habe ich vergessen? Na, machen wir gleich. Aber ich habe ein bisschen Sorge, dass hier genau dunkel ist. Ich könnte das jetzt unterbrechen. Immer Zweierabstände gemacht. Na, aber dann ist hier auch wieder so wenig Fenster. Ach, wir nehmen die ganzen Fackeln weg und machen hier oben in der Decke was Schönes. Wie lang ist denn das hier überhaupt? Das sind ja schon mal 4, 5, das sind 8, das sind 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 heißt doch eigentlich, dass es durch 3 teilbar wäre. Also wenn wir das jetzt 3, 3, 3, 3, 3. Jo. Sieht gut aus. Ist jetzt auch nicht so, dass wir da eben erst Clearstone gesetzt hätten, aber das habe ich ja vorher gesagt, dass das passieren wird. So, einmal. Das ist gut. So. Können wir damit auch noch seitlich dann gehen. Das können wir alles oben an der Decke jetzt abzählen. Ach, nehmen wir den ganzen Stack mit, oder? Hier drin passiert uns ja nichts. Oh, damit. So. So, das können wir noch dahin und dahin. Ja, machen wir das mal. Ah, hab ich vergessen. Ja, mit der Ho hackt sich's ganz besonders gut aus Stein irgendwas raus. Ist ja auch das richtige Werkzeug dafür. So. Naja. Ein bisschen von dem Zeug haben wir uns ja schon organisiert. Wir wissen ja auch, wo es herkommt, also kriegen wir noch mehr, wenn wir brauchen. Ja, passt eigentlich. Ich höre ein Skelett. Das ist eigentlich wieder Nacht, um zu sehen, wie das mit der Beleuchtung hier ist. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Blöde Fackeln weg. Was war? So. Ach, sieht doch gut aus, oder? Ja, die Lichtverhältnisse hier drin sind auf jeden Fall besser als zu dem Zeitpunkt, wo wir hier angefangen haben. Damit es hier auch vernünftig aussieht. Auch da, wo man es gar nicht sieht. Ach, haben wir hier echt einen 64er Stack Clearstone drin verbaut. Na, sogar mehr als den. Haben wir noch was dabei? Nee, haben wir nicht. Aber wir können uns ja mal wieder einen neuen machen. Na,
Da ist nichts mehr drin. Da ist, ah, da war eben Kohle. Das ist schon mal gut. Hier ist auch nichts. Nix. Kohle war aber gut. 8 sogar. Das heißt, wir können jetzt nochmal einen wandeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und nochmal. Für den Umbau der Höhle jede Menge Clearstone. Weil wir jetzt schon wieder alle verbraten haben, müssen wir mal einen neuen machen. Ja. Ja, das ist doch hübsch. So, okay. Geworden. Also ich bin zufrieden. Na, die können wir auch gleich mal tauschen. So langsam müssen wir ja hier mal auf den Punkt kommen, ne? Na, hier vorne ist richtig viel noch. Naja, scheiß drauf. Was hinten jetzt erstmal aussieht. Ja, das sieht doch gut aus. Ich finde, das sieht toll aus. So. Achso, ja. Vielleicht sollten wir vorher mal unser Wassereimer wiederholen. Ah, ein Ozelot. Nee. Da, Wasser holen. Siehste, Hundis brauchen wir auch noch. Ja. Wo ist die? Steinspitzhacke? Nein. Ist die andere jetzt? Ach, da oben. Ah, betriebsblind sind wir auch noch. Hoffen wir mal, dass das hier funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Aber ja, da wären die Felder schon fruchtbar. Dann können wir die hier nochmal hintun. So. Machen wir es wie im realen Leben. Da wächst ja heutzutage auch fast alles in Gewächshäusern. Also machen wir hier auch eins. Damit sollte die Versorgung mit einem der wichtigsten Lebensmittel, zumindest in Deutschland, auch gesichert sein. Ja, Melone ist auch gut. Kann man auch direkt einpflanzen, habe ich mir sagen lassen. Aber derjenige hat wohl Scheiße erzählt. Boah. Gleich geht uns die Hoe kaputt, ist auch schön. Ja, das waren die Hoe. Können wir gleich die nächste holen. Vorne haben wir ja noch einen in der Kiste, können wir ja einmal gleich wieder wegwerfen. So, tada. So, da ist sie. Die Ho. So, das können wir dann mal so machen. Ja, und das können wir dann gleich so machen. Na, falsche Abbiegung, da wollen wir lang. Ja, und damit uns hier nicht alles Viehzeug immer reinrennt, braucht man denn davor auch noch irgendwie was. Damit uns nicht mal alles Viehzeug gleich da reinrennt. So, warum schleiche ich jetzt? Ganz einfach, damit der Boden nicht gleich wieder kaputt geht vom Hacken. Aber Nahrungsmittelanbau ist schon was Wichtiges. Deswegen halten wir uns damit jetzt auch kurz auf und freuen uns über die Ernte. Weil das Problem ist auch bei dem anderen Feld, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, das wuchs immer nur, wenn wir da in der Gegend auch unterwegs waren. Das ist halt ein bisschen schade, dass Minecraft nicht irgendwie Zeitstempel speichert im Spielstand. So von wegen, da war es das letzte Mal vor Anno dazumal. Und mit den zu erwartenden simulierten Wetterbedingungen wäre das so und so gewachsen. Aber jetzt sind wir halt hier so in dem Umfeld. Naja. Ach, wisst ihr was? Dann machen wir das hier. Dann machen wir die rein hier weg. So. Ja, das hier sieht sowieso blöd aus jetzt. Auch
gleich weg. Weg, weg, weg. Und Zäune haben wir ja auch genug. Zäune und Gatter. Ja, 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 Never, du kriegst mich erstmal nicht zu sehen. Da-da-da. So. So. Meg, Meg, Meg. 1, 2, 3, ja. 1, 2, 3. Tada! Oh, das ist hübsch. Tja, da wächst das und gedeiht es. Ist da hinten noch was? Geht es hier gleich kaputt, wenn ich hier so durchstapfe? Wahrscheinlich nicht mehr. Ach, das sind wie diese Pixelfehler. Damn you, Pixelfehler. So, und außerdem wurde mir empfohlen, ich sollte mir hier einen Aufzug aus Pistons reinbauen. Weil so viel Redstone habe ich einfach noch nicht. Auf jeden Fall haben wir hier ein schönes Indoor-Feld angelegt. Und damit werden wir dann gleich weitermachen, weil hier können wir ja auch noch ein Stück. Das ist schon mal toll. Eigentlich können wir das hier auch raushauen. Ja, sind ja zwei, genau. Machen wir das hier gleich mal weg. Können wir da auch gleich nochmal neben den Zaun ziehen. Ist ja sowieso noch... Ah, seht ihr? Deswegen haben wir das gerade eben aufgefüllt, damit wir jetzt wieder Cobblestone generieren können aus dem Clearstone, weil davon haben wir ja zu viel. Den gibt es ja hier quasi, ne? Das ist ja... Eigentlich gibt es den ja umsonst. Also machen wir das jetzt so. Willkommen bei Let's Hab nicht nachgedacht vorher. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich wieder. Cool, der kann ich mir auch runterlegen. So, jetzt nehme ich auch den. Hier ist wieder. Warum meine Steuerung immer wieder so hängt, wüsste ich gern mal. Naja, was soll's. So. Hier nehmen wir eigentlich die Erde nur raus, um sie gleich wieder zu platzieren, aber ist auch egal. Irgendwo muss man ja anfangen. Zack. Aber so lieblich es daherkommen möchte mit diesem ganzen retro-behafteten Musikzeug, desto bedrohlicher, also genauso bedrohlich wie lieblich klingt es. Ist echt nett. Weil diese Melodie kennt man irgendwoher, glaube ich. Oder was heißt Melodie? Dieses, ach mein Gott, ich hatte es mal. Irgendwann wusste ich, wie das heißt. Ist ja so eine kleine Tonabfolge. Na, wer von euch hat im Musikunterricht in der Schule aufgepasst? Wie heißt denn so eine kleine Tonabfolge da? Wenn es keine Melodie ist, sondern kleiner. Kleiner im Sinne von weniger. Wie heißt das denn nochmal? So. Willkommen in Holland. Bei Gewächshäusern muss man gleich an Gewächshaus Tomaten aus Holland denken. Ich weiß auch nicht warum. Aber irgendwie haben sie es geschafft. Ha! Seht ihr mal. Da kann ich ja gleich noch loswerden. Das habe ich gelernt. Wurde mir gelernt im lernintensivsten Medium, wo gibt im Fernsehen. Tja, ja, man kann im Fernsehen was lernen. Also, ist stark von der Senderwahl abhängig, muss ich gleich dazu sagen. Also nicht, dass ihr glaubt, wenn ihr jetzt den falschen Sender einschaltet, dass er dann was lernt. Dem ist nicht so. Da werdet ihr bloß bespaßt und sollt irgendwas kaufen. Lernen tut man auf anderen Sendern was.
da, wo man auch hin und wieder nur wegschalten kann, weil nur Rotz kommt. Aber hin und wieder haben sie auch wieder ganz tolles Zeug. Zeug im Sinne von ganz tolle Dokus. Ich habe nämlich heute Morgen, glaube ich, war das auf Phoenix, habe ich etwas über die Niederlande gelernt, also Holland. Und zwar, daher kommt ja auch, also in Holland wurde die East India Trade Company gegründet. So in der Blütezeit Hollands, beziehungsweise Blütezeit auf jeden Fall ihrer kolonialen Herrschaft über die Welt. Und zu diesem Zeitpunkt gab es das erste Mal einen großen Crash des Finanzsystems. Des holländischen Finanzsystems damals. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sich das auch international auswirkte. Das habe ich jetzt nicht so mitgeschnitten. War noch ziemlich früh am Morgen. Auf jeden Fall wurden Luxusgüter ziemlich hoch, also standen hoch im Kurs. Und das in Holland beliebteste Luxusgut damals waren Tulpen. Da gab es ganz spezielle Züchtungen, wo die Knollen, aus denen dann die Tulpen wuchsen, für mehrere hundert Gulden, mehrere tausend Gulden oder zehntausende Gulden, so im Sinne von Jahresgehalt eines einfachen Handwerkers, wurden die verkloppt. Man konnte auch Anleihen auf diese Tulpe kaufen. Oder Optionen, Anleihen, Optionen. Ich hätte besser aufpassen sollen. Auf jeden Fall haben die da so einen ähnlichen Crash hingekriegt, wie dann in den 20er Jahren erst wieder am Black Friday. Ja, war es Black Monday? Black Monday war es, ne? 1920 rum. Der große Crash der New Yorker Börse. Ähnlich verrückt waren die damals schon. Und damals heißt wirklich damals, 1600 irgendwas, glaube ich, war das. Also ist schon ein paar Jahrhunderte her. Das Tolle ist, das ist immer noch alles genauso. Wir haben uns da weiterentwickelt. Die Menschheit hat sich ja weiterentwickelt. In diesem Zeitraum. Wer es nicht glaubt, guckt mal auf YouTube. Da findest du ganz viele Weiterentwickelte. Ja doch, echt, ist jetzt kein Quatsch. Da sind ganz viele von denen. Die sind so weit, dass sie schon quasi so jenseits von allem sind. So weit sind die. Es gibt auch ein paar coole, ne? Wissen wir ja alle, gucken wir ja auch alle. Aber da gibt es ja echt so ein paar. Also ich will mich da nicht ausnehmen. Die sind echt so weit. Das ist unglaublich. Unglaublich weit. So, aber unglaublich weit sind wir auch am Boden. Also am Boden weitergekommen. So. Ich bin dafür, wir machen hier jetzt... Was machen wir denn hier jetzt? Würde mal sagen, wir machen Melonen, oder? Und wir brauchen eigentlich auch mehr Glowstone. Dann machen das hier alles mit Glowstone. Wenn wir keinen mehr haben, müssen wir doch wieder in den Nether. Also, in die Unterwelt müssen wir dann wieder. Ha. Na, bin ich schlau? Fast, ne? Ich hab diesmal vorher aufgehört zu hauen. Bevor ich irgendwas ups. Bevor ich irgendwas kaputt mache, was ich gerade erst hingesetzt habe. Ich bin so stolz auf mich. Kann ich kaum Worte fassen. So, Na, ist doch schon fast okay. Dann machen wir das hier mal. Wir klauen uns von hinten einfach die Teichrosen wieder, würde ich sagen. Ah, Zäune. Zäune könnte ich noch ein paar gebrauchen. Hatte ich doch auch mehr von, ne? Ja, Kitty. So, Zäune. Zäune sind toll. Vor
Nein, man kann sie so schön setzen. So. Zaun gesetzt. Löcher in der Decke haben wir auch schon. Für den Glowstone, den wir auch schon wieder weggebracht haben. Natürlich. Warum sollten wir den auch behalten, wenn wir hier gerade weiterbauen? Macht doch viel mehr Spaß, hier unten wieder zum Portal zu gehen, sich wieder daran zu erinnern, wie scheiße es im Nether war. Und dann wieder hier zurückzulaufen. Nicht, dass man da noch auf schlechte Ideen kommt. So. Ah, da habe ich vergessen. Vergiss die Bus. Naja, machen wir jetzt echte Gewächshausmelonen als nächstes, würde ich sagen. Melonen können wir ja auch nicht ganz so eng stellen. Die brauchen ja so eine Wachsrichtung und so, die geben wir ihm vor. Weil wir werden sie hier an der Kante sehen. Ich mal behaupten wollen. So. Ja, und hier neben, das kann... So, das kann dann so bleiben. Genau. Und damit wir genügend Wasser in dem Blödsinn hier haben, machen wir so. Und da könnten wir ja dazwischen, damit wir auch mal eine Abwechslung drin haben. So, Cobblestone nehmen. Wo ist das? Da ist die Pfütze. Genau hier, genau hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, das ist doch super. Da kommen unsere Pfützen rein. Ja, und hier vorne haben wir auch schon alles ausgeschachtet. Das war mal wieder... Naja, denkt man nicht weiter drüber nach. Machen wir einfach wieder zu. Haben wir eben schön neu generiert. Das heißt, wir müssen da noch ein, zwei rüber. Ja, zwei sind's. Auf jeden Fall können wir hier schon mal ein Fäckelchen setzen. So. Haben wir unsere Hoe noch? Ja, wir haben unsere Hoe noch. So, das ist unser Melonenbeet. Melonenkerne haben wir auch richtig viele. Aber ist kein Problem. Die kann man generieren. So. Aber zwar kein... Ach doch, na, 46. Verhungern werden wir nicht. Geht schon, geht schon. Ach so, ja, wir brauchen erstmal Wasser. Sind die ersten Felder schon wieder ausgetrocknet? Hätten wir mal hier drin irgendwie einen Brunnen erzeugen sollen. Wäre irgendwie voll der Plan gewesen. Na, macht's gleich Zisch. Fliegt mir wieder was auf den Kopf. Ne. Ja, Kürbisse machen wir jetzt nicht ganz so viele, würde ich sagen. Uiuiuiuiui. Interessant. Und zwei Pflanzen auf einmal. Ja, können wir das hier irgendwann auch... Ui, was ist denn da? Oh, ein Schwimmskelett. Schaut's euch an, wie das Skelett planschen kann. So, erstmal wieder rein hier. Unendliches Wasser wäre mal toll. Hier drin irgendwo, wo es nicht stört. Ich glaube, wo es nicht stört, beschreibt diese Stelle hier am besten, oder? Ah, müssen wir nachher wieder fixen, aber... Da wir hier ja gerade hier so rum und so... So, da können wir auf jeden Fall jetzt immer Wasser holen hier drin. Für unsere ganzen Pfützen, die wir noch brauchen. Ja, alles voll. Naja, wenn alles voll, dann halt eben alles voll. So, neu. Neu hacken. Und dann setzen wir hier mal ein paar Melönchen hin. Zack, 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 zack. Oh, fällt mir dazu noch ein. Habe ich denn eigentlich schon gesagt, was wir hier Tolles hören? Wir hören immer noch Kraft IM.
Kraft Tim mit dem Album Back View. Und das hören wir. Mhm. Ach ja, da wächst es auch schon schön. Ach, so schön. Also auf jeden Fall werden wir viel Melone haben demnächst. Dies gefällt mir. I like. Ja, apropos I like. Gib mir mal ein paar mehr Daumen hoch. Also wer bei diesem Trend mitmacht, kann da ja auch einfach mal auf Daumen hoch klicken. Muss jetzt nicht wirklich gefallen haben, was ihr gesehen habt. Wenn ihr es einfach reingequält habt, weil ihr hofft, dass es irgendwann besser wird, reicht das auch. Dann könnt ihr auch mal einen Daumen hoch geben. Ist inspirierend, oder? Ich finde schon. Zum Glück haben wir die Wand hier noch nicht neu verkleidet, sonst würde ich mich jetzt wieder aufregen können. Wie verschwenderisch ich mit meinen gar knappen Ressourcen hier umgehe. Ne? So, da ist ja dann erstmal eine Wand. Wand reicht ja auch erstmal. Ja, ein bisschen Wasserfall hier drin wäre auch schön. Na, mal gucken. Machen wir uns alles noch. So. Eigentlich müsste der Weg aus Kies sein. Ich finde jetzt Pflastersteine, also Cobblestone, auch nicht so verkehrt. Sieht eigentlich auch ganz schnuffig aus. Und warum mache ich jetzt hier nur so viel Wasser für so wenig? Ganz einfach, das liegt halt einfach an dem Wachstumsverhalten der Melonen. Weil die gehen ja immer so zur Seite und so. Sonst wird es ja nervig. Ach, das war's schon. Krass. Playlist vorbei, was macht man da jetzt? Ein paar Minütchen wollte ich ja schon noch. Aber jetzt deswegen komplett neu anfangen, ist auch doof, oder? Nehmen wir einfach die nächsten mit rein. Die nächsten. Ist nur ganz kurz. Sean T. Wright. Beautiful World. Passt auch eher zur Farmer-Stimmung. Genießen wir es noch ein paar Minuten. Muss ich dafür bloß nicht vergessen, dann drunter zu schreiben, dass hier zwei Künstler dabei waren. Er hört. Er hört den Schmerz der Welt. Ist jetzt schon ein bisschen rausgequält. Also klingt jetzt nicht schlecht, aber klingt schon ein bisschen wie Pain in the Ass. Ich würde mal meinen Proktologen aufsuchen, mein Freund. Aber ja, zu dem, was wir hier gerade machen, passt es. Akustisch einfach sehr schön. Ja, ich werde mich dann wieder... Aber es ist jetzt nicht so viel Clearstone, die wir hier gleich verbraten werden. Ja, und die Welt ist... Ach, schön, da hängt die Steuerung wieder... Ja, ein Klötzchen, da wo es nicht hingehört. So. Müssen da noch Teichrosenblätter. Brauchen wir da noch. Brauchst du schon wieder Nacht? Das ist immer noch das schwimmende Skelett von da hinten. Ich fürchte ja, dass es das ist, ne? Hort! Naja. Ist halt sehr gefühlvoll, der Typ. Ich glaube jedenfalls, das ist, was er sein möchte. Sehr gefühlvoll. Kommt jetzt auch ziemlich authentisch rüber, dieses Gefühlvolle, oder? Was sagt ihr? Ansonsten, wenn euch Musik gefallen hat, darunter, also unter dem Let's Plays, ist immer so ein Link auf jamendo.com, da könnt ihr euch das auch runterladen und euren MP3-Player, euren iPod, was auch immer. Ein MP3, also ein iPod ist ja auch nur ein MP3-Player, aber wenn man ihn nicht explizit erwähnt, sind ja alle wieder beleidigt.
Weil war ja so scheiße teuer das Ding, also muss man es auch würdigen. Weil dem so ist, würdigen wir. So, da kommen wir sogar ran von oben. Mann, ist das toll. Ja, und irgendwann, also wahrscheinlich in 10 Minuten, werde ich mich wieder darüber ärgern, dass ich das hier gemacht habe. Aber es sieht jetzt erstmal schöner aus, oder? So, auch sagen. Fein, jetzt verbraten wir unseren letzten Glowstone hier erstmal. Weil es ist sowieso dann vorbei. Wenn der Glowstone aus ist, können wir hier erstmal nicht mehr erweitern. Bei den Never gehen wir ja nicht mehr. Der war böse zu uns. Okay, nein, eigentlich war der Never ganz lieb zu uns, aber der jugendliche Leichtsinn sorgte dafür. Ach, dammit. Dass es dann nicht mehr so schön war mit dem Never. Bum, 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 bum. Jo, bauen wir uns nochmal eine Ho, ne? Wenn wir schon mal dabei sind. Ganz schön wachsen. Aber ja, den Cobblestone können wir schon mal rauslegen. Weil ich habe ja gesagt, wir brauchen wieder einen neuen, aber dass so schnell geht, ihn zu generieren. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich das gleich mache. Ich dachte, ich bin netter zu euch und zeige euch irgendwas Tolles. Aber nee, doch wieder nur Blödsinn hier gemacht. Wo ist denn jetzt schon wieder Steinschaufel, Steinfeldhacke? Das sieht alles so gleich aus bei Misa. Das ist jetzt auch der Nachteil dieses Themes, also dieses Texture Packs. Also damit hat die Melone nur noch eine Wachsrichtung, die sie einnehmen kann, und zwar zur Mitte, und dann können wir das alles abärmeln. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Ich würde sagen, haben wir ja ein Ziutini kriegt Melone und hier nebenan so das Feld mit dem Weizen. Und das kann jetzt schön wachsen. Wow. Schlagen Sie jetzt zu. Wenn jetzt ein Antivir-Mitarbeiter hier wäre, würde ich das auch in Betracht ziehen, muss ich sagen. So, hier ist schön hell. Da können wir hier ja auch... Och, ist das toll. Können wir hier ja auch Kisten hinstellen, ne? 1, 2, 1, 2. So. Für unsere Lebensmittel. Ja, und... Ach, was soll der Geiz? Siehste, haben wir auch unten verloren, unser Holz. Ach, darf man gar nicht drüber nachdenken, was wir da nicht alles unten verloren haben. Ist schon unfair. So, na, sieht doch ganz nett aus. Können wir hier erstmal die Melone rein... Ach nee, die Melone wollen wir essen. Aber die Melonenkerne können wir reinsetzen. Nimm, nimm, nimm. Gut, Appetit. Gut, 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 gut. So sieht das aus, Mann. Tja, und das ist das zweite Lied von dem Album Dark Soul Let's Go. Sean T. Wright oder Wright, 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 Wright. Aber es ist sowieso gleich vorbei. Hat genau gereicht für die Melonen. Von daher verabschiede ich mich mir jetzt schon mal ganz besonders innig von euch. Viel hackt. Free hugs for all of you. Jo. Baue ich das hier in der Mitte noch hoch? Man könnte hier so wirklich so ein Kerker sogar fast ausmachen. Achso, wir wollten ja noch Eier farmen. Genau. Und draußen schüttet es auch. Legen wir uns ein Bettchen. Das ist doch ein schöner Abschluss.
Scheißwetter. Ah, da drüben kann man reingucken. Kurznächtle. Bis dann. Bye, bye. Miau.